Hallo, ihr rätselbegeisterten Gamer da draußen und herzlich willkommen zu unserem Wetthüpfen. Wir waren ja immer noch dabei, hier rauszukriegen, wie wir das Ganze hier hinbekommen. Moment, ich mache hier nochmal kurz mal den Test. Ja, das funktioniert alles überhaupt nicht. Ich erinnere mich. Wir müssen irgendwie hier diese Konstruktion stabil bekommen. Das hier war ja stabil. Das hier nicht. Und das ist das Problem. Ich mache das alles hier nochmal weg. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Wir haben hier tatsächlich nur eine einzige Stelle, wo wir das andocken könnten. Alles andere. Also wir könnten natürlich hier mit Seilen arbeiten von hier, aber ich weiß nicht, wie stabil der Klabberaditsch wäre. So wäre es auf jeden Fall schon mal ein bisschen stabiler. Wir können auf jeden Fall auch versuchen, das Ganze hier nochmal so ein bisschen mit einer Schanze zu versehen, kam mir so ein bisschen geistig. Dann können wir das Ganze hier vielleicht sogar noch stützen. Hält das? Oh. Die Statik wird stinksauer. Kann man gar nicht anders sagen. Nein, ich will nicht hier keine Straße. Wenn die Statik stinksauer wird. Ich möchte auf jeden Fall versuchen, hier nochmal ein Dreiecksystem hinzuzaubern. Wird nicht einfach, das zu realisieren. Wie man sieht. Boah, also wir haben den Kollegen entlassen. Es ist nur am Anfang jetzt hier so barbarisch. Danach geht's eigentlich. Jo, das funktioniert. Yippie, yay. Okay, das hier hält. Das hier hält auch irgendwie. Jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo ich mich frage, ob ich das nicht irgendwie gewuppt bekommen kann. Moment, ich könnte das auch mal da hinten hin noch machen, ne? Moment, warum nicht? Mache ich hier so eine Art Dreiecksystem? Problem ist, das wird nicht halten. Ihr seht, was das. Boah! Und der fällt hier gleich wieder runter. Also dadurch, dass wir halt hier nur so einen Einzelscheiß haben, sage ich jetzt mal, haben wir hier auch ein richtig fettes Problem. Ich kann ja keine Straße hinmachen, die nicht irgendwie an das hier noch angeschlossen wird. Das geht nicht. Also kann ich das ja auch gleich wieder wegmachen. Theoretisch das auch dann gleich so lassen. So. Ein bisschen hoch. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder an dem Punkt, wo man sagen kann, ja gut, dann wenn ich dann schon Seile hinmache, dann kann ich die Seile auch gleich dahin machen, ne? Also das hält jetzt auch, wie ich finde, quasi, ja, keine Überraschung mehr für uns parat. Ich mach das hier nochmal weg. Versuche hier mal mein Glück. Jetzt hier nochmal mit der Dreieckskonstruktion. Problem ist halt, dass ich das andere nicht absichern kann. Wo wir gerade eben dabei sind, wir könnten eigentlich auch eher dann noch versuchen, einmal das hier zu sichern. Das hier ist halt jetzt wahnsinnig viel Punktbelastung auf das Dingens hier. Oh je, Mine. Also, es ist jetzt schon unter starker Spannung. Wie sieht's da drüben aus? Mal testen. Mal testen, ob der jetzt irgendwie ankommt. Lol. Doinks. Überschlag. Wolle vorwärts. Hält das. Oh Gott, schon eine Karre ist hart. Aber wir haben die erste Karre geschafft. Gut, wir wissen jetzt, dass das hier ein Problem ist. Die Frage ist, ob wir das irgendwie ausgleichen können. Das ist die entscheidende Frage. Ich könnte jetzt natürlich noch versuchen. Also, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur ein Versuch. Weil ich befürchte, dass das Gewicht dadurch einfach zu hoch wird. Das ist meine ganz große Befürchtung an der Stelle. Hier einfach nochmal ein bisschen Entlastung zu bringen. Aber ich persönlich befürchte, dass es nach hinten losgeht. Nein, ich will hier hinklicken. Da hinklicken. Dankeschön. Und noch das da.
Hält das jetzt besser? Nein, ja. Seht ihr, was ich meine? Dann ist das schon wieder zu viel Gewicht auf der ganzen Nummer drauf. Das hier muss auf jeden Fall, wie ich finde, so sein. Kann ich da noch irgendwas hin? Gott, wie weit geht denn das? Ist immer krass. Ich probiere mal mein Glück hier noch, ob ich das hier noch irgendwie dadurch so entlastet bekomme. Uiuiuiuiui. Kann ich da noch irgendwie ein Zugseil hinsetzen? Das wird doch niemals ein Konvoi aushalten. Also ganz ehrlich, wenn die jetzt alle da so nach und nach drauf landen. Brot? Bricht? Bricht? Schlecht. Einfach nur schlecht. Okay. Aber ich sehe da gerade eben noch Möglichkeiten, die ich noch gar nicht in Betracht gezogen habe. Ich könnte das hier ja auch einfach mal so machen. Das geht leider nicht, das geht leider nicht. Das geht leider nicht, aber das könnte ja schon eine leichte Entlastung bringen. Vielleicht hat das sogar schon eine leichte Entlastung gebracht. Das hier ist halt immer noch auch eine brutale Belastung. Ne, zu brutale unter Umständen. Vielleicht kriege ich das hier so entlastet. Es ist halt immer noch rot. Das werden wir aber auch nicht anders hinkriegen. Was ist, wenn ich das so mache? Keine Ahnung. Ich kann es aber auch einfach nochmal so versuchen. Hier so in die Richtung. Dann kann ich das hier nochmal abstützen. Da geht's nicht. Das kriege ich, glaube ich, gar nicht. Doch, das kriege ich so hin. Wahnsinn. Und jetzt? Das ist ja dann momentan nicht stabil genug. Deswegen muss da jetzt nochmal was hin. Ich behaupte, da, es muss auch noch dahin. Da ist jetzt momentan... Ja, irgendwie bringt das überhaupt nichts. Ich habe das Gefühl, das bringt irgendwie gar nichts. Warte mal, aber wenn ich jetzt hier noch was hinmache... Sekunde. Ich habe jetzt hier nochmal so einen Kollegen hin. Und wenn ich jetzt den hier so runter mache... Ich meine, das hat ja vorhin schon mal ein bisschen auf der anderen Seite was gebracht. Stütze ich das hier nochmal ab? Irgendwie stütze ich damit gar nichts ab. Was auch irgendwie erschreckend ist. Man sollte halt echt meinen, dass der Scheiß hier aufliegt. Tut er aber nicht, ne? Was ist, wenn ich daraus eine Straße mache? Liegt es dann auf? Nee. Also es ist komisch, dass das halt einfach auch so durchrutschen kann. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Aber vielleicht kann ich jetzt dadurch hier einfach nochmal so eine leichte Entspannung reinbringen. Nee, hier das Hauptproblem ist, dass wir hier einfach zu viel Spiel drin haben. Ich glaube, dass diese Konstruktion völlig von Arsch ist. Ich glaube zunehmend, dass ich mir damit keinen Gefallen getan habe. Das ist momentan mein Standpunkt. So, Moment, ich mache jetzt mal hier so ein Mini-Dreieck. Und dann sichere ich das hier noch ab. Wenn ich ein Dreieck habe, sollte dieses Dreieck auch verbunden werden können. Komm, geh weg! So! Ich mache das hier weg, weil wie gesagt, das ist zu viel Gewicht von unten. Testen. Jetzt ist es von da oben zu viel. Also ich muss hier wieder mehr tun. Aber dadurch, dass ich jetzt das hier gemacht habe, kann ich das da verbinden?
Hilft das schon? Jetzt reißt es echt hier, weil hier halt einfach mega viel Last drauf ist. Aber vielleicht kann ich das so jetzt machen. Moment. Zack. Testen. Plan ist halt einfach gerade eben jetzt hier mal Gewicht rauszunehmen. Hier ist halt auch zu viel verstrebt. Ich mach das mal alles raus. Einfach mal hier direkt verbinden. Hier direkt verbinden. Hier direkt verbinden. Nee, der kann das ja nicht halten. Wenn ich das jetzt so mache, dann reißt es da drüben. Okay, wenn ich da jetzt noch ein Seil hinziehe, reicht es dann vielleicht? Ey! Grenzwertig. 1 und 2. Extrem krass grenzwertige Positionen. Aber eventuell mache ich mir auch gerade eben so ein bisschen das Leben zu schwer. Was ist, wenn ich einfach mal versuche... Genau. Ich könnte nämlich hier das so noch abstützen, indem ich einfach das sehr viel weniger so gestalte. Ne? Das sollte doch eigentlich kein Problem sein. Hier den Anstieg. Jetzt, also wie gesagt, ich muss ja nicht erst hoch und dann wieder runter. Also wie doof ist denn das eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind. So einen ganz sachten Anstieg. Und jetzt hier sehr, sehr gleichmäßige Strukturen. Wäre jetzt so mein Gedanke. Problem ist, dass ich hier natürlich jetzt zwar das machen kann, aber das hat überhaupt keine Haltewirkung. Zumindest nicht hier. Moment. Was ist, wenn ich jetzt da hochgehe? Und das da oben festmache? Denn ich könnte ja jetzt theoretisch, Moment, hergehen und das so machen, das hier noch so absichern, das hier noch so absichern, da das hier damit fixieren und jetzt mal gucken. Uiuiuiui. Gucken, ob das überhaupt ein Auto aushält. Ich will das mal wissen. Ich meine, wenn das nicht mal ein Auto aushält, brauchen wir gar nicht weiter drüber nachdenken. Okay, ein Auto geht. Ist gerade so machbar. Ich habe eine Idee. Ist bestimmt keine gute. Ich bin es ja gewöhnt von mir selbst. Wenn ich jetzt hier hingehe und das hier auch nochmal absichere, dann könnte ich eventuell hier noch Seile spannen. Entlastet vielleicht. Nein, kein bisschen. Es macht es sogar noch schlimmer. Ich müsste das theoretisch so gestalten. Aha. Ich stelle auch gerade eben fest, dass ich aus irgendeinem Grund hier das nicht so gemacht habe. Hier habe ich mein Dreiecksystem unterbrochen. Warum? Die Antwort werde ich nie bekommen. Das Teil hier, das ist so unter Last. Ich muss dem hier eine Entlastung bringen. Es ist doof, aber ich muss. Ich mache das nicht gerne. Ich muss einfach. Nein, nicht die Straße dahin. So, du gehst auch noch dahin. Du gehst auch noch dahin. Und dann muss ich das auch noch so hier fixieren. Das knackt das hier so weg, ey. Ja, das ist ja Fehler. Jetzt habe ich damit mir keinen Gefallen getan. Das ist auch nochmal so ein fixierter Punkt, ne? Auch nochmal so ein fixierter Punkt. Was ist, wenn ich jetzt hier hingehe? Kann ich da nochmal eine Zugstrebe hinmachen?
Ding reißt doch sofort. Ich bin gerade voll am Grübeln, wie ich das machen soll. Vielleicht klappt's ja. Ach Gott, ey, was soll denn der Scheiß? Jetzt hab ich da versehentlich eine Straße hingebaut. Das kann ja nicht funktionieren. Ungünstig, dass sie alle springen, aber... Oh Gott, das war gerade aber ganz heftiger. Es scheint zu halten. Lol. Es ist mal wieder voll auf Grenze gebaut, Leute, aber es hat gehalten. Ich bin beeindruckt. So, 42. Kubachinko. Was soll das heißen? Okay, keine Gladys, die uns ins Gesicht springt. Hier wird irgendwas runterfallen. Und soll irgendwie da landen. Genau das gleiche da auch. Ach, deswegen irgendwas mit Kubachinko, weil es irgendwie jetzt kubisch wird. Okay. Moment, dann mache ich das doch jetzt mal so. Das hier muss abgesichert werden. Dann kann ich hier jetzt noch da. Das geht nicht, scheiße. Kann ich da jetzt irgendwie das so machen, dass ich, zack, da rankomme? Das wäre voll geil. So, genau. Dann soll nämlich der Kollege jetzt mal da runterrutschen. Der tut das jetzt auch. Und dann muss ich ihn irgendwie jetzt einfach bloß noch dann in die andere Richtung bewegen. Nichts leichter als das. Oder auch nicht. Okay, aber das sollte gehen. Wenn ich ihn nämlich jetzt dann so hinleite. Test. Das könnte schon reichen. Ups. Ja. Easy. Oder auch nicht. Der andere ist jetzt schon da. Den muss ich anders leiten. Den muss ich... Moment. So... Ich brauche halt hier so eine Stützfunktion. Moment, ich mache diese Stützfunktion. Halt, ich will dich gar nicht. Hallo? Ich möchte einfach nur verschieben. Danke. Vielen lieben Dank für Ihre Kooperation. So, dann muss das da noch dahin. Weiter. Na, so geht's sogar noch. So, jetzt habe ich schon mal das Unwichtige gemacht. Jetzt kommt der wichtige Teil. Ey, Mini. Okay, das muss irgendwie schon mal dahin geleitet werden. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Gucken. Wo rutzt es hin? So rutzt er dahin. Und landet dahin den. Dann sollte es, wie ich finde, vielleicht so geleitet werden. Könnte sogar so praktisch jetzt sogar sein. Mhm. Mhm. Ja, komm. Testen wir es mal. Was? Warum klappt das ein? Achso, weil ich doof bin. Deswegen. Jetzt. Komm, fall runter. Boah. Ich meine, es ist schlecht konstruiert. So, vielleicht so jetzt? Es muss ja bloß einmal getroffen haben. Das wackelt halt voll hart. Aber die müssen halt drauf liegen bleiben. Die, oh Gott, die müssen drauf liegen bleiben. Heilige Scheiße, die müssen drauf liegen bleiben. Was passiert denn, wenn ich das so mache? Die rutschen jetzt halt runter. Das ist voll schlecht. Das ist so schlecht, ey. Moment, wenn ich das jetzt aber so mache. Ich muss halt bloß aufpassen, dass es jetzt hier nicht wieder ins Wasser fällt, ne? Das ist so der springende Punkt. Es sollte auch so nicht ins Wasser fallen, wenn es nach mir geht.
Wenn ich das jetzt hier so fixiere. Der muss ja einfach nur da landen. Ich mache erstmal das eine, dann das andere, ne? So, zack. Jetzt rutscht er da wieder runter. Aber das habe ich befürchtet. Okay, Leute, wir machen da beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und ade.